Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge unseres Let's Play Together Imperium Galactic Survival. Ja, mal wieder draufgegangen. So, jetzt muss ich den ganzen Weg... Oh, und ich werde von draußen schon wieder beschossen. So, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Muss ich hier hinten im Fahrstuhl hoch, muss dann die Treppe hoch und muss hier im Fahrstuhl wieder runter. So, ich komme um die Ecke. Sachen hier, so eine Drohne oder was das hier ist. Ja, die ist aber schon gelootet. Wo ist mein Sack? Da drinnen. Das ist schon das zweite Ding. Was? Alles gut. Ich kann das doch. Das habe ich, das Zeug. Das habe ich nicht. Das kann ich nicht mitnehmen. Aber warte mal, ich kann ja hier was rausschmeißen. So, hier ist Munition drin. Das nehme ich gerne mit. Achtung! Och nee, ne? Wer hat mich denn jetzt erwischt? Ach Gott, warte mal, mich erwischt auch noch jemand hier. Ja, da ist irgendwo eine Drohne. Drohne Base, sagt er. Also irgendwo ist da ein Geschütz, was fest angebaut ist. Okay. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Oh, und werden von draußen schon wieder beschossen. Das gibt's doch echt nicht. Kannst du bitte auf mich warten? Kann ich nicht, weil ich sonst tot bin. Ach so. Weil da draußen schon wieder einer war, der geschossen hat. Ja, dann wird er mich jetzt auch kriegen. Das ist wie geil. Ich warte dann vor der ersten Tür hier, vor der roten Tür. Ich weiß gar nicht, wer mich jetzt beschießt hier. Einmal kurz umgucken. Gucken. Ach, Ihmchen hier. Oh, ja, der kann gefährlich sein. Oh, oh. Das ist eine Drohne, ist das. Ja, nun spring rüber und komm rein. Oh, ich kann nicht springen, weil ich gerannt bin. Haha. Stück. Ich stehe jetzt unter ihm. Er kann nichts machen. Ich muss nur kurz ein bisschen... Nee, ich kann leider nichts machen. Ich bin gleich tot. Ich renne genau in die Todesfalle rein. In die Todesfalle! Ja, dann spring doch über eine andere Mauer. Renn doch einmal um die Ecke. Habe ich schon gemacht. Oh, mit 19% Leben. Mit 19% Leben. Ich werd irre hier, ey. Ach ja, der Fahrstuhl. Ja, erst hoch, Treppe hoch und dann Fahrstuhl runter. Achso, da ist, müssen wir ja rein. Ach, nun lauf doch mal, Zeppe. Mit C. So, warte mal. Wie war denn das? Hier durch die Tür? Und dann wieso? Stand... Da steht er. Da steht der Räuber. Ja. Hier, zwei Stück. Ich hab keine Waffe. Ich auch nicht. So. Lenk ihn ab. So. Bist du ja... Ich bin jetzt wieder tot, aber ich musste das. Oh. Ich bin auch gleich tot, aber ich habe einen zumindest schon mal platt. Ich warte auf dich. Ich bin tot. Okay. Aber der Rucksack liegt vorne jetzt. Das heißt, ich kann um die Ecke rum auf den zugreifen. Kurz hier mal ganz kurz wegflitzen, weil da ist so eine komische... Der hat mich gesehen, na, da bin ich doch gleich tot. Hau ab, du Mistvieh.
hoch, 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 hoch. Oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Wie geil ist das denn? Ich bin vor der roten Tür. Du bist vor der roten Tür, okay. Rote Tür, ich muss einmal wahrscheinlich komplett hier rumdackeln. Ah ja, ja, jetzt ist er sauer draußen, weil er mich nicht gekriegt hat. Ja, bin auch da, wunderbar. So, hier sind wir ja safe. So, Fahrstuhl. Treppe. Und Fahrstuhl runter. So. So, ist der Rucksack bei dir vorne? So, jetzt bist du hier. Du stehst genau vor mir. Pass auf der Seite ist noch... Ich weiß. Aber du bist ja gut. Wir müssen ja irgendwie an die Rucksäcke kommen. Ich hab meinen Rucksack. Ah, dann hau ihn da eins über. Oh, er kommt. Er sieht mich. Deckung. Er hat aber nicht gezählt. Schade. Nee. Aber ich kann meinen Rucksack schnell holen. Ja, jetzt habe ich aber nur noch drei von diesen Dingern. So, endlich ist der Krach weg. Hier ist noch eine Sprengladung drin mit 5 Stück. Wo? Hier, bei mir. Möchtest du die haben? Ja. Ja, dann hol sie dir. Pistole T2, die nehme ich mal an mich. Scharfschützengewehr und eine Schrotflinte. Und hier sind 5 Ladungen drinnen. Noch in dem Teil. Ja, dann lass mich ran. Ja, du bist gut. Ich musste auch erstmal da ran. So. So, Schrotgewehr-Upgrade, Scharfschützengewehr und Schrotze. Ja, das ist uninteressant. Ui. Oh, ich werde von irgendwas getroffen. Ich werde von irgendwas getroffen. Ich muss raus. Oh, Mann. Hab ich keine Munition mehr? Ich hab keine Minigun-Munition mehr. Ja, dann steck sie weg. Komm her, ich geb dir welche. Kommst du bitte zu mir? Ich kann dir aber nur die Hälfte geben, weil denn sonst habe ich auch keine mehr, ja? Ja, ist doch in Ordnung. Super. Eine Reparaturplattform? Werkzeugtürme? Naja, das ist erstmal uninteressant. Kleine optronische Brücke. So, was ist das hier? Versuchen wir mein Glück. Deckung. Oh Mann, Deckung hat er gesagt. Weg. Oh, das hat sich aber schon besser angehört. Und? Jetzt sind sie sauer auf mich. Hat aber nichts gebracht. Deckung. Oh, das hat sich aber auch wieder was anderes angehört. Ja, ich habe das Ganze in die Luft gesprengt, aber das war übrigens eine CPU-Erweiterung. Ja, das habe ich gesehen, T3. Mhm. Und nun? Geh mal in Deckung schon mal. Okay, ich kann immer nur eine gleichzeitig setzen.
Deckung. Und nochmal das Ganze. Wir hoffen, dass das Ding jetzt hochgeht. Ist nicht hochgegangen. Was? Nee, alles gut. Jag mir doch nicht so einen Schreck ein. Das ist richtig. Ist das der Kern hier drinne? Wo? Na hier. Das da meinst du? Ja, ob das der Kern ist, ja. Ich vermute es, ja. Wenn wir den kaputt machen, dann nehmen wir das Ding auseinander und nehmen eine nächste Position, weil wir brauchen, naja, auseinandernehmen ist gut, aber wir können ja erstmal so kaputt machen, dass... Nee, ich will versuchen, die Tanks zu finden. Die Tanks, naja, dann müssen wir noch ein bisschen weiter looten, weil ich weiß nicht, wie es weitergeht hier. Ich auch nicht. Aber hier waren ja noch mehrere Türen. Kommst du? Ja. Ich immer so gleich schnell vor, denn, Hier ist noch eine Tür. Wo ist noch eine Tür? Wo bist du denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wo bist du lang gelaufen? Ja, ich laufe jetzt einmal hier komplett rum. Ach, hier. Da. Okay. Hier ist noch eine Tür. Oh. Nee, ist ein Fahrstuhl. Ist ein Fahrstuhl. Okay. Wiedersehen. Ja, das ist da, wo wir rausgekommen sind, glaube ich, ne? Nee. Ja. Doch. Genau. Hier war ein Geschütz. Wo müssen die ja sein? Die Tanks und Generatoren und so weiter. Wenn mich nicht alles täuscht, waren hier nämlich irgendwo auch noch Türen. Na gut, hier oben ist absolut nass. Bist du wieder? Achso, du bist die Treppe runter, ne? Ja. Okay. Irgendwie muss es da ja rausgehen. Nein. Gut. Ich will jetzt auch keine Sprengsätze vergeuden. Ja, genau. Aber sind die Tanks da nicht draußen, sag mal, diese runden Dinger? Guck mal, von hier aus. Kannst du mal bitte kommen hier zu mir? Moment, ich bin gerade ein bisschen am Umsortieren hier, damit ich hier noch ein bisschen was mitnehmen kann. So. Hm? Hier draußen sind das nicht die Tanks? Ich denke nicht, aber wir können ja mal gucken. So, warte, ich mit raus. Ich musste nur mal kurz was essen. So, wo bist denn du jetzt rausgegangen? Wieder mit dem Fahrstuhl nach unten oder so? Ja, ich bin wieder im Erdgeschoss. Das nehme ich mit. Das bleibt nicht hier. Das braucht der. Kommt gar nicht in Frage. Bist du da jetzt raus? Nein. Nein, ich bin hier noch am Looten. Am Looten, was noch geht. Ich bin nur gerade am Gucken. Ach, da geht's raus. Ich würde gerne da oben mal gucken. Guck mal, hier ist auch noch eine Tür.
großen, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ja, hinter dir. Ah, ups, oh, pass auf. Mach doch mal die Tür auf. Okay. Hier geht's wieder raus. Mann, hier runter geht es. Ja, Moment, ich bin am gucken, ob hier noch irgendwelche Geschütze oder irgendwas sind. Ja, das ist die Schlafdings hier. Ah, warte. Ah ja, da gehen auch noch Türen. Multiwerkzeug T1. Da waren die vorhin, die wir hier niedergemacht haben. Genau. Die waren ja. Und hier, komm, halt, stopp, komm mal zurück. Hier ist das Spawn-Ding. Kriegen wir das jetzt? Nein, weg? Den kriegen wir nicht weg. Du wirst beschossen, glaube ich. Nein, das, ich habe geschossen. Von oben hat was geschossen. Der Truppentransporter war das, glaube ich. Das sind übrigens nur Toiletten. Achso, okay. Ja, schade. Ich dachte auch, hier wäre was. Dann wieder hoch und gucken, ob wir noch irgendwo Türen finden. Aber hier piept doch was. Hier gehen zwei Treppen hoch. Oh. Ja, das ist ja, wo wir wieder rauskommen. Die andere Tür ist hier. Ach, gucke mal an. Generator und... Oh, lass mich ganz kurz mit dem Dings hier abschießen hier. Okay. Deckung. Und warum hat er das jetzt nicht gezählt? Dann war es das noch nicht. Energietanks und Generatoren. Das waren Energietank und Generator. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ja. Ach da. Das war ein Sauerstofftank. Das hat auch nicht gezählt. Ich bin runtergefallen. Oh oh. Da hat man gedacht, ich sehe dich nicht, du Vogel. Was? Rot her. Noch eine grüne Pille. Ich habe mir das Bein gebrochen. Wie kann ich das heilen? Ja. Wie war denn das mit Binde? Die habe ich dir gegeben. Ja, die sind alle. Okay. Oder? Ja, sind alle. Was mir gerade auffällt, hast du mein Motorrad? Ich habe ein Motorrad. Sehr schön. Ich fahre langsam. Das sind 5 Kilometer. Das ist ein bisschen weit, denke ich mal. Ich kann ohne mit dem gebrochenen Bein kann ich nicht mehr hochspringen. Na toll. Das heißt, ich komme da nicht rein.
Doch, jetzt bin ich drinne. Ach Gott sei Dank. Wie können wir? Ich sehe dich. Wie können wir denn binnen machen? Über Lebenskonstruktor, dann brauchst du Pflanzenfaser und Pflanzenprotein. Was ist denn das hier für eine Pille? Antibiotika-Pille? Was bist du? Antistrahlungspille? Lauter Pillen hier und keine hilft. So meinst du. Antibiotika habe ich, Antiparasiten habe ich, Antistrahlung habe ich, dann habe ich noch eine antibiotische Salbe, eine Entgiftungspille. Das war es dann aber auch schon. Hier habe ich noch eine Spritze, antibiotische Injektion, da ist auch noch was, Entgiftungssalbe und ein Heißgetränk. Ja, was zum normalen Heilen könnte ich auch noch gebrauchen. Ja, ich sterbe ich mit einem gebrochenen Bein? Das ist aber alt, das ist aber Schiete. Ich meine nicht. Ich meine doch. Ich meine, ich verliere mehr ganz viel Gesundheit. Dann tu mir einen Gefallen, gib mir das Motorrad. Ach so? Wo bist du? Da in der Nähe, wo du reingekommen bist. Ja. Hier, ich sehe dich, stopp. Gib mir das Motorrad, wenn du stirbst, spawnst du im Notfallzelt. Genau, okay. Aber dann habe ich ja meine ganzen Sachen hier. Stimmt. Das ist zu viel. Stimmt. Dann kannst du aber nach Hause fahren und ein... Was ist denn das da? Und nimm mal das Motorrad bitte auf. Ich kann es nicht aufnehmen, mein Inventar ist voll. Das finde ich ein bisschen viel. Ja. Dann sieh zu, dass du nach Hause kommst. Sterb gleich. Ja, ich muss gucken, dass das... Warte mal, wo war denn das Loch gewesen, wo wir durchgekommen sind? Ja, ich habe nicht mehr viel zu leben. Das bin ich gleich weg. Aber gut, wenn ich wiederkomme, bin ich ja geheilt. Richtig. Boah, dann sterbe ich jetzt. Ich bin jetzt so oft gestorben, dann kann ich jetzt auch noch sterben. So, und ich werde jetzt tatsächlich hochgehen. Und versuchen, ob ich den Kern kaputt kriege. Dann können wir mich anfangen abzubauen hier. Genau. So, warte, lass mich noch sterben. Denn alles andere bringt ja im Augenblick nichts. Wir können, wir haben keine Möglichkeit mehr, irgendwas mitzunehmen. Wir müssen erst nach Hause und uns leeren. Ja, stimmt. Ich bin tot. Da stirbt man am Beinbruch, na, das glaubt. Und da draußen ist natürlich so ein Frick. Oh, kannst du mal bitte zum Gelände kommen, wo mein Rucksack liegt und dort den Typen töten? Bitte? Okay, das heißt, ich muss erstmal wieder rauskommen, weil ich bin jetzt drin. Hoffentlich sieht er mich nicht, hoffentlich sieht er mich nicht. Bleib schön da. Ich muss jetzt erstmal den Weg finden hier. Nein, ich bin falsch. Hier muss ich lang. Dann darum. So, ich bin drin. Ich bin drin. Okay. Und, alles gut, alles gut. Hab meinen Rucksack extra eigentlich auf der anderen Seite gepackt, aber ist gut. Hast du? Ich hab den. Den Rucksack habe ich. Okay. So, ich würde mal echt vorschlagen, dass wir tatsächlich erstmal nach Hause fahren und wir brauchen auch Essen und so. Wir haben ja gar nichts mehr zu frippeln. Ja, das Problem ist nur, nach Hause sind 5 Kilometer. Ja. Und dann? 5 Kilometer zu Fuß. Ja. Ich sehe dein Problem. Das ist natürlich Schiete mit dem Teil, dass das weg ist. Ich habe gerade schon geguckt, ob wir vielleicht portabler Konstruktor. Dafür brauche ich 3 Eisenerz. Hast du zufällig? Fällig Eisenerz, weil Eisenbarren habe ich, aber Eisenerz brauche ich. Das habe ich auch nicht, weil wir sind ja hier drinne. Ja. Nein, was brauchst du denn sonst noch? Hier ist aber eine Eisenerzmine in der Nähe. Das Problem... Oh, sag mal, wo ist denn der Ausgang? Bin ich denn hier blind oder was? Ach, hier. Da bin ich.
Ich meine, hier ist eine Eisenerzmine in der Nähe. Nee, das ist Kupfererz. Eine Eisenerzmine ist ein bisschen weiter weg. Weil mit dem mobilen Konstruktor, wenn ich mir den bauen würde, damit könnte ich dann ein Motorrad bauen. Eisen. Du brauchst, wie viel brauchst denn du? Eisenerz brauche ich für den mobilen Konstruktor 3 Stück. Ach, Moment mal. Ich habe ja den Bohrer auch nicht mehr. Der ist ja auch weg. Aber ich habe einen Bohrer. Welchen hast du denn? Ich habe einen Bohrer T1 mechanisch. Boah, dann ist mein guter Bohrer, dieser epische Bohrer, ist weg. Das ist zum Kotzen. Möchtest du den haben? Welchen? Den T1. Ja, ist besser als gar nichts. Ich habe keinen Inventar frei, da muss ich dir irgendwas anderes für geben. Ja, dann gib mir doch. Was hast du denn? Pillen, ohne Ende. Was für Pillen? Ich hast du so eine Antistrahlungstabletten? Antiparasiten, Antistrahlung. Antistrahlung gib mir erstmal. Ich sag dir gleich, was ich weiter benötige. Dann gib mir mal den Bohrer. So, jetzt bekommst du den Bohrer von mir. Du hast noch Antistrahlungssalbe, hast du gesagt. Ah, das ist doch... Das ist ein Bohrer, mechanisch fürs Schiff. Bohrer. Hä? Ich hab gesagt, ein Bohrer. Ja, ich brauche aber einen Handbohrer. Also einen für in die Hand nehmen. So, was brauchst du noch? Antibiotisch? Hast du noch antibiotische Salbe? Antibiotische Salbe habe ich. Strahlungssalbe? Antistrahlungssalbe? Entgiftung? Nee. Hast du Kraftstoffzellen? Promethium? Ja, 22 Stück. Damit. Titanstäbe? Kobaltlegierung, Nanoröhren. Nanoröhren habe ich auch. Nanoröhren. Was ist denn das hier eigentlich? Reparaturplattform T2 habe ich bei auf Tasche. Die wir halt erstmal auf jeden Fall nicht wegschmeißen. Die brauchen wir. Die hattest du weggeschmissen. Hast du Antistrahlungsinjektion? Antibiotische Injektion und Antiparasiteninjektion habe ich nur noch. Die antibiotische Injektion kannst du mir geben, sonst habe ich ja auch wieder alles voll. Antibiotische. Ja, genau. Die rote Spritze, glaube ich, ist das. So. Ja, hat gesteckt. So, hast du Titanstäbe? Nein. Oszillator? Motor, Kondensator, mechanische Komponenten, Energiematrix, Elektronik, Flux... Warte, habe ich auch, gib her. Was ist ein Energiematrix? Energiematrix, das sind ganz wichtige Teile. Moment, ich habe welche. Denn die brauchen wir für alles Mögliche, unter anderem um den Dingsbumster zu bauen. Titanplatten noch und ich habe noch Zement hab noch und ich habe noch Glasplatten und ich kann noch 1000 Stahlplatten aufnehmen. Ja, Stahlplatten habe ich 4000, das ist genau voll, das ist ein Stack. Kann ich aufnehmen, so. Dann habe ich Eisenbarren und Kupferbarren. Die habe ich nicht. Gut, ja, dann war es das erstmal, denn... Na, zumindest habe ich jetzt schon mal wieder 5 Plätze frei. Nein, ich meinte den ganz normalen, richtigen Bohrer. Habe ich nicht. Ich habe ja noch nicht mal das. Gut, das heißt, wir können jetzt hier kein Erz abbauen. Es sei denn, wir haben noch das alte Multitool, das ursprüngliche. Das Überlebungsmultitool, das kannst du dir doch bauen. Das ist doch ein Überlebungsteil, das kannst du dir doch bauen. Ich hab diese Ressourcen anscheinend dafür. Nein, du brauchst keine Ressourcen. Du kannst es jederzeit so bauen. Mache ich gerade. Ach, machst du auch gerade? Da hättest du was sagen müssen, dann hätte ich das gar nicht erst gemacht. Ja, das kostet ja nichts. So. So, damit können wir dann nämlich Erz abbauen. Ich helfe dir dabei, weil dann behalte ich das doch erstmal. Ich helfe dir dabei, weil dann... Ja, nee, einfach aus Steinen oder so. So, das heißt aber im Endeffekt, wir müssen jetzt raus.
Ja, warte mal, mein Tool, wann, wie lange dauert denn das, bis das fertig ist? Eine Weile, ich gehe hier mal hoch. So, eine Sprengladung habe ich nur noch. Die benutze ich dann mal einfach hier. Ach, nee, geht nicht. Schade, geht nicht. Nimm die doch für den Kern. Nee, für den Spawner. Zack, und Deckung. Ui. Hat er Bums gemacht. Und der Spawner ist noch heile. Da draußen ist eine Töle. Ja, genau das ist mir vorhin auch passiert. Ich habe schon wieder ein gebrochenes Bein, das glaube ich jetzt nicht. So, was brauchst du jetzt alles? Ich glaube, ich fahre nach Hause und sterbe da, wa? Oder? Hier, guck mal. Hier kannst du noch mal looten, falls du noch irgendwie Platz hast. Ich will das Fleisch nicht. Pflanzenfasern, was sind denn jetzt Pflanzenfasern? Ich brauche Pflanzenfasern. Das ist Silizium hier. Ach, Gott sei Dank ist das eine Ruhe, sag ich dir. Das ist ja richtig klasse. Pflanzenfasern. Das dürfte Kupfer sein, ja. Ressourcenmodus, genau. Kupferhaltig. Das müsste eine Pflanzenfaser sein. Pflanzenfasern, ich brauche noch eine. So, warte mal, dann kann ich mir doch jetzt eine Binde machen, wa? Nee, ich brauche noch ein... Ach, ein Protein brauche ich noch? Oh. Deckung! Deckung? Boah, du bist tot. Ja. Das sind einige von den Typen. Ich weiß, ich brauche aber, das hilft mir nichts, ich brauche... So, der ist tot. Oh, ich auch. Siehst du, dann werde ich wieder wach. Dann komme ich wieder heil zur Welt, der eine Schiete ist das hier. Unglaublich. So. Alter Standort. Ich glaube, alter aktueller Standort. Wo bin ich denn jetzt? Oh, fuck. Ja, Schiete. Wo ist mein Rucksack? Ja, ist ja gut. Auch das ist gut. Gut. Ja, ist gut, Leute. Braucht nicht so zu ballern. Ich baller. Schon wieder tot. Klasse. Du auch. Ne, ich. Ripper Dog. Unglaublich, sag ich dir. Unglaublich. So, dann pass mal auf, wenn ich jetzt wieder komme, dass die nicht alle bei mir stehen. Da steht keiner bei dir. Okay, wo ist mein Denn Rucksack? Um bei dir stehen zu können, müssten sie ja. Da vorne ist noch. Pass auf! Diese Drecksviecher. Hier ist mein Rucksack. Offene Wunde. Ich sterbe gerade. Na toll! So. Was wollten wir jetzt eigentlich hier organisieren, sag mal? Eisen. Genau. Das ist das Blaue, ne? Oh, wer schießt denn da auf? Ich hab eine offene Wunde.
würde blaues Eisen, ne? Ja. So, wo ist denn mein komisches Tool? Pistole? Ich hab dieses Tool nicht. Boah, hier sind ja noch reichlich von denen. Ich weiß, aber ich, ich hab doch dieses Multitool gemacht. Was soll das denn? Du musst das auf Ressourcen umstellen, ne? Ich hab das Multitool ja noch nicht mal bekommen. Ach da, alles gut. Ja, bei mir nicht. Bin grad gestorben. Bist am Blutverlust gestorben. Alles gut. So, was? So, auf Zerlegemodus, Verteidigung, Ressourcen. Ja, aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss. Tschüss.